Hallo. Betreffende Herzlich willkommen Schweigen. zurück. Wir sind fertig mit den Nerven und immer Richtig. noch bei Beyond Two Souls. Ja, Und wir es haben wird gerade dunkel draußen, diskutiert. es ist dunkel hier, es ist dunkel im Spiel und irgendwie ist alles gerade blöd. Richtig, und hier Ja. im Zimmer, das Einzige, was fehlt, ist irgendwie so eine Fliege oder sowas, die den Anschein Geräusche weckt, macht. wie so eine Ja. Existenz oder sowas. Ja. Ja, egal, fortsetzen. Uns bleibt ja nichts anderes übrig, als weiterzumachen. Naja, wir könnten das Ding in die Tonne treten und ein paar Ich bin Windeln ganz besorgen. viel zu Ja, riesig. nein. Ich renne und du beschützt Okay. mich vor den Existenzen, okay? Go on. Oh, fuck it, ey. Los geht's. Nicht sicher, ab wann ich Aiden spiele. Richtig krass. Aber das sieht geil aus, wie die zerploppen. Ja. Das fällt uns gerade am wichtigsten auf. Wie Ja. zerploppen die Existenzen? Nein. Alter. Und wie sie sich auch immer umdrehen. Richtig, wie du richtig siehst, dass sie Panik haben. Fuck. Fuck, fuck, fuck. Lass Jody in Ruhe. Alter. Lass verdammt noch mal Jody in Ruhe. Die Leiter! Alter Schwede. Alter, was ist das denn für eine Riesenexistenz gewesen? Okay. Ja, genau. Da kommt doch gleich wieder irgendwas. Ja, klar. Denk nicht mal dran, du kriegst ihn nicht. Das ist eine riesige Mega-Existenz, die da rumschwirrt, ey. Das ist Ich glaube, dass du mit der noch bekannt schon. Jetzt geht's die nächste Treppe, Leiter hoch. Okay. Leute, ihr macht mich fertig mit diesem Spiel. Ja. Genau da drüber, ey. Krass. Lass Jody in Ruhe, verdammt nochmal. Lass sie schnell hin. Wie krass dann auch diese Effekte dabei sind, ey. Ja. Und jetzt ein Fernseher mit Backlight. Ey, dann halt es gar nicht mehr aus. Puh.
Oh fuck, falsch gedrückt. Glück gehabt. Nicht sicher, ob hier drin besser ist. Oh ja, das Tor wird instabil. Alter, das implodiert. Wie krass ist das denn? Was zum... Alter! Puh! Die Existenzen sind weg erstmal. Weiß ich nicht. Die wurden reingezogen, hast du es nicht gesehen? Es würde mich nicht wundern, wenn ein oder zwei übergeblieben sind. Ja, aber die meisten sind erstmal... Ich hoffe es. Alter. Aiden, bist du da? Sie kann auch doch nicht ohne ihn. Sie will nicht ohne ihn. Ich dachte, du wärst weg. Puh. Bis jetzt the most creepiest moment of the game. Alter, guck dir mal, wie fertig die ist. Ja? Ja, ich hätte dich da niemals verschieben dürfen. Es ist alles meine Schuld gewesen. Es war meine Schuld. Ach, mein Gott, ich hatte solche Angst, dich zu verlieren, Jody. Lass nicht zu, dass sie das wieder tun. Wenn sie ein Portal öffnen, wird alles verloren sein. Recht hat sie. Ja. Vor allem die Existenzen wissen jetzt Bescheid. Richtig. Und die werden es in ihrer Welt kundtun. Davon oder in ihrer Universum, Dimension, wie auch immer. Einheit 16. Stand da. Unit 16. Ja, ja. Obdachlos. Kommt nachgejagt. Ja. Das ist... Portal geschlossen. Bläng. Du hast deine 3 Bonustrophäen verpasst. Fuck. Gibt's da 3 Bonustrophäen? Was? Ich weiß nicht. Nein! Bestimmt nicht. Wahrscheinlich schon, aber. Ein Schneemann! Sieht fast aus wie echt, ey, ohne Witz. Ich weiß nicht, wie deine Familienmitglieder aussehen. Ich hab die anders. Nein, ich meine als Schneemann! Ein echter Schneemann, heilige Scheiße. Au! Das ist ein cooles Auto, das hinterlässt keine Spuren im Schnee. Das können wir wenigstens wieder ein bisschen lockerer. Ja, ja. Mit der coolen Partybeleuchtung. Ja. Das ist ein schwarz-weißer Party-Brumm-Brumm. Boah, dass sie nicht wenigstens irgendwo reingegangen ist. Ja, sonst würde es ja nicht obdachlos heißen. Ja, aber Surprise. Verlassen im Haus wohnen ist immer noch obdachlos. Kannst du mich erzählen? Gar nicht. Nein. Der ist voll warm. Was? Ernsthaft? Existenzen? Hast du gerade gewechselt oder das automatisch? Ich hab gewechselt. Okay. Aber das finde ich gerade echt krass. Ein Stück weiter weg, dass du es im Ganzen siehst. Weiter komme ich nicht weg. Drei? Ja, 3.
3. Ne, 4. Oder? 3? 4? 3 oder 4, ist egal. Jetzt bin ich aber. Aber die müssen dann ja nach dem Zug zu uns gestoßen. Richtig. Sein. Richtig. Nach dem Portal hätte ich vielleicht verstanden, aber nach dem Zug. Also irgendwie. Ich bin echt. Es muss aber noch eine. Da. Was? Links. Ach da, ja. Telefonieren. Merk dir die Nummer. Wir rufen da gleich an. Nee, den Fehler hat einmal eine Musikband gemacht. Nee. Jody, wo bist du denn? Die Monster. Die sind überall. Großer Gott, Jody, was ist mit dir? Ich bin müde. Ich bin so fertig. Ich glaube, ich schaff's nicht mehr. Wie man dir das auch ansieht, richtig. Wo du bist. Ich komme. Ich komme jetzt sofort, Jody. Jody! Ich will immer noch diesen ganzen Zusammenhang wissen. Ja, ich verstehe auch nicht, warum sie mir nicht gesagt hat, wo sie ist. Vielleicht traut sie Nathan jetzt nicht mehr. Ich weiß es nicht. Da ist so viel, was noch nicht... Stimmt. Aber dann hätte sie ihn nicht angerufen. Ja, aber vielleicht... Oder sie wollte ihn unter Druck setzen. Und ihm Angst machen. Scheiß Mülltonne raus. Jetzt ist die Frage, stupse ich ihn an oder mache ich die Mülltonne zu? Mach die Mülltonne zu. Kopf ab. Hey. Was war das verdammt? Hau ihn damit. Das ist ein Surprise! Abendessen denkt er jetzt bestimmt, ich weiß es nicht. Also wie er sich umguckt, weiß man nicht, was er vorhat. Ja, ich habe auch kurz überlegt, ob er jetzt Brieftasche und so weiter wegnimmt. Ja, sie hat ja, glaube ich, nicht ganz so viel, wage ich zu behaupten. Keine Ahnung. Man hätte auch auf Schlimmeres kommen können, aber das wird hier, glaube ich, nicht so sein. Sowas. Jody, nein! Was? Was geht ab? Warum brennt da alles? Komm schon. Trink. Nicht sicher. Hey. Ich hab schon gedacht, du wirst nie mehr aufwachen. Wo bin ich? Das ist mein Apartment. Nicht so luxuriös, aber... Hier. Es reicht. Ich habe dich gefunden vor ein paar Tagen. Du warst ziemlich hinüber. Du hast dich um mich gekümmert? Komm schon, ist deren Sache. Du konntest da nicht bleiben. Eingehen wie ein Hund auf der Straße. Du lebst wie ein Hund auf der Straße. Ja. Hi, Stan. Wie heißt du? Jody. Willkommen im Land der Lebenden, Jody. Danke, danke. Gut, recht hat er. Ja, es ist schön, irgendwie schon. Eine Gesellschaft zu haben. Wenn er sehen würde, was sie sieht, oder beziehungsweise was um ihr herum passiert. Stark. Scheint heiß zu sein. Schmeckt echt scheiße, aber ist gut gegen die Kälte. Vorsicht, heiß. Ich würde auch keinen Kaffee trinken, ich würde den nur zum Händewärmen benutzen. Ich hasse den Kaffee. Ich nicht. Wie lange bist du schon auf der Straße? Ein paar Wochen. So ungefähr. Bei mir sind sie jetzt schon 3 Jahre.
Alter. Heftig. Ich dachte schon so oft, dass ich verrecken werde. Oder komplett ab, ey. Aber man gewöhnt sich wohl an alles. Sogar, dass man nichts hat. Ey, er hat sogar eine Pflanze da. Ja. Auf der Flucht. Wir haben schon einen Namen. Hm? Eltern? Durchgeknallter Freund? Sowas? Alles. Alles. Mein Ex-Freund war... Er hätte mich umgebracht. Also ich musste da einfach weg. War eine gute Entscheidung. Also lügen kann sie gut. Lieber auf der Straße leben, als dass dich jemand grün und blau schlägt. Kannst du irgendwo hin? Wenn das ironisch meint. Na, ich das ist so ganz hart, Familie, ganz fertig. Freunde oder sonst irgendjemand? Meine Eltern. Die leben in New York, also ich könnte wieder dahin zurück. Oder auch nicht. Ja, eher nicht. Ich habe nicht viel, aber wir können gerne alles teilen. Danke. Das ist heftiger an Obdachlosen. Egal wie wenig die haben, die teilen trotzdem ja noch. Ja. Das ist mit großem Respekt zu behandeln. Ja, hast du recht. Ja. Aber was will man machen, ne? Hände wärmen erstmal. Ist immer eine gute Option. Ja. Danke. Die versucht zu lächeln. Warum hast du mich mitgenommen? Na, ich wollte dich nicht erfrieren lassen. Ich war in der Lage zu helfen, also habe ich's. Kein großes Ding. Aber auch nicht selbstverständlich. Muss man leider sagen. Ich wünschte, ich wäre gestorben. Ich weiß, Kleine. Ich weiß. Alter, das aber ist, dann müssen wir die alle Antwort ist genauso hart wie die Frage. Ja, klar. Ist aber schwierig, darauf angemessen zu antworten. Nur durchhalten und warten, bis es um ist. 3 Jahre. Sieh mal, jeder hier hat seinen Platz. Manchmal dauert es einfach nur, bis man ihn gefunden hat. Kennst du die anderen? Das ist Walter da drüben. Okay, trinkt ein bisschen viel, aber ist in Ordnung. Das ist Jimmy. Halt dich lieber von ihm fern, wenn ihm der Stoff fehlt. Und die Kleine, das ist Thursday, sie ist schwanger. So ein armes Ding. Ich will gar nicht wissen, von wem. Der 4. Wenn überhaupt von denen. Ja, gut. Hi. Hi. An jedem Feuer erstmal Hände wärmen. Bisschen Feuer schnorren. Und so. War jetzt so nicht geplant. Was kann denn. Kannst du nicht mit der Puppe daneben irgendwas machen? Du kannst die Erinnerung. Nee. Nee. Ja, aber irgendwas. Naja, okay, egal. Nicht sicher, ob ich mir das Messer nehmen sollte. Kannst du nicht, glaube ich nicht. Das meinst du irgendwas daneben. Okay. Was zum... Nein! Leg's weg.
frage mich, was passiert wäre, wenn ich es nicht weggelegt hätte. Ob sie wirklich... Und das sind jetzt wieder so Sachen, weißt du? Guck, ob du mit den anderen reden kannst. Ich hätte eher gedacht, die nimmt sich das Messer mit, so. Halleluja! Preise den Herrn! Willkommen in unserem magischen Königreich, my lady! Bis auf das Preise den Herrn gefällt er mir. Ja! Das ist zu gucken, was ich Heroinspritze los. Ja. Ich frag mich jetzt, was passiert wäre, wenn ich R1 gedrückt hätte. Ich versuch's halt nächstes Mal. Ah, okay. Ja, neuer Bonus. Ich hab immer noch keine Ahnung, wofür genau dieser Bonus ist. Was genau er mir bringt. Guck mal drin, ob du drin irgendwas machen kannst mit Aiden. Ja, ich guck mal. Wenn du noch ein bisschen lauter redest, hören die Leute dich auch. Ja, entschuldige bitte, ich bin das nicht gewohnt, die ganze Zeit zu schreien. Ein Geist? Sie. Was? Sie sieht aus, als wollte sie etwas sagen. Okay. Erinnerung in dem Bild. Ja gut, nicht unbedingt unwahrscheinlich. Ich habe die Ergebnisse der Tests, Dan. Was zum? Was für ein Test? Ja, was für Ergebnisse? Ja. Was denn? Mal gucken. Hast du kürzlich jemanden verloren, der dir nahe stand? Meine Frau. Nancy starb an Leukämie vor 4 Jahren. Woher weißt du das? Ich habe mit dem Bild geredet. Nein, ich... Nur so ist nicht so wichtig. Ja gut, dass sie ihm jetzt nicht unbedingt davon erzählt, war ja wohl klar. Ja gut, aber sie hätte sagen können, ich habe das Bild gesehen und überlegt. Krass finde ich auch, wenn du mit dem Kind Kontakt aufnehmen könntest, dem Ungeborenen. Das fände ich aber dann schon fast einen Tick zu krass. Okay, hier scheint nichts mehr zu sein. Mann, ich muss mal diesen blöden rechten Stick loslassen. Immer wenn ich den irgendwo hinbewege, dann macht die irgendwas. Das gibt's doch nicht. Wie mich das jetzt die ganze Zeit nervt, dass ich nicht weiß, was passiert wäre, wenn ich wirklich das Messer rangeführt hätte. Ich vermute, dass einer von den Leuten in dem Raum sie aufgehalten hat. Ist unser Vorrat schon leer? Wir haben nichts mehr zu essen. Wir müssen das besorgen. Willst du sehen, wie alles bei uns hier so läuft? Ja, ich komme mit. Sie sieht aber immer noch ein bisschen fertig aus. Ja gut, das ist verständlich. Ah, nur ein bisschen.
Aber ich habe keine Monster mehr um mich. Um es mal mit ihren Worten zu sagen. Aber wenn man die Existenzen mit Aiden vergleicht, etwa $5, dann sind das reicht für was Monster. Warmes. Wir versuchen es hier. Und keine Existenzen. Die Kälte macht die Leute großzügiger. Yo. Erstmal ein bisschen betteln gehen. Wie lange braucht man für $5? Tja, weiß nicht. Das hängt ganz von den Leuten ab. Vielleicht ein paar Stunden. Oder eine Woche. Kalt. Weißt du, was ich klicken will? Kalt. Was soll das? Ich bin in Existenz. Ja. Ich bin am Verhungern. Tja, du wirst warten müssen, bis wir Geld kriegen. Denk an was anderes. Der hat übrigens eine sehr ähnliche Stimme wie Joel. Sie sieht auch fast aus wie Ellie. Nein, ihn meine ich jetzt. Ich glaub, das wie Joel. Macht wenig Sinn. Wir sitzen beide leichte am Platz. Ja. Ich versuch's mal da drüben. Viel Glück dann. Oder? Kommt mir das nur so vor. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber es ist durchaus eine Ähnlichkeit. Das stimmt schon. Kann ich nicht einfach mit Aiden jemanden ausrauben? Ausrauben ist, glaube ich, nicht die richtige Option. Aber sagen wir mal, übernehmen und spenden lassen. Hast du das Bild gesehen auf der Titelseite? Nee. Sah so ein bisschen aus wie Polizei, Autos und bla bla. Naja. Ich weiß noch nicht, wo ich. Burger klingt gut. Wollen doch Pizza? Ist nur Futter. Das ist so hart. Alter. Krass, ey. Die würde ich jetzt zu gern übernehmen, ne? Eine von den Persönchen da. Tja. Ich hab gesagt, wenn es ihm nicht passt, soll er gehen. Und dann? Dann war Ruhe. Geschieht ihm recht. So, was ist jetzt. Was ist das denn? Ein Stift? Was ist denn ein Schild? Please help oder sowas. Anklang einfach ernsthaft, nett? Ernsthaft, würde ich sagen. Ernsthaft? Ja. Ernsthaft, ja, ernsthaft klingt gut. Mit Blumen, klar. Was? Mit Blume. Mann, wie schrecklich. Hier. $1. Ist das einer, ja, ne? Ich habe keine Ahnung von den Ami-Geldscheinen. Ja, ist einer. Nicht sicher, ob ich in diese Richtung überhaupt muss. Sonst geh zurück zu Stan und sag ihm, dass du was hast. Ja. Klingt nach dem Plan. Oder lauf auf der anderen Straßenseite zurück, wenn du kannst. Ich weiß nicht, wie weit du dich hier frei bewegen kannst. Nee, kann man hier nicht. Hier zwischen den Schneehügeln vielleicht drüben? Oh. Ja. Hey, Baby. Willst du ein paar Dollar extra verdienen? Vielleicht habe ich da was. Misstrauisch. Was soll ich dafür tun? Ich finde, ich tue dir einen Gefallen. Und du tust mir einen Gefallen. Ja, 10 ja. Piepen und dann kommst du kurz mal mit mir. Auf keinen Fall. Deine Knete nicht, Arschloch. Die kannst du dir in den Arsch stecken. Guck
gucken wir schon mal. Wobei. Die Frage ist, ob man hier vielleicht irgendwo was findet. Ja, ich glaube nicht, dass du was findest. Ich glaube, wenn, dann musst du was erbetteln oder. Ja, nicht unbedingt Geld, aber vielleicht irgendwas anderes. Meinst du sowas? Das ist, ja. Bin nicht so weit. Es tut weh. Außerdem könnte auch in den Mülltonnen ja irgendwie was sein. Ich würde sagen, du guckst jetzt in die Mülltonne. Und wir haben schon wieder 30 Minuten. Ja, dann guck ich mal in die Mülltonne. Verkackte 30 Minuten, ey. Ja, Mann. Das kommt wieder. Immer so viel hin und her rennen zwischen PC ja. und Konsole. Oh, du armer Junge. Halt die Fresse. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss.